Der Journalist Christian Zurita wird in Ecuador nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio an seiner Stelle antreten. Am Samstag hatte die zentristische Partei Construye noch erklärt, die bisherige Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin Andrea González werde kandidieren. Nunmehr wurden formale Gründe für den Schwenk genannt. González sei bereits als Vizepräsidentschaftskandidatin registriert. Villavicencio, der sich dem Kampf gegen Korruption in dem südamerikanischen Land verschrieben hatte, war am Mittwoch nach einer Kundgebung in der Hauptstadt Quito erschossen worden. Ein Bandenchef, der ihn mit dem Tod bedroht haben soll, wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Am Tag vor seiner Ermordung hatte Villavicencio Anzeige wegen Unregelmäßigkeiten bei Ölverträgen erstattet. Ecuador soll dadurch in der Vergangenheit einen Schaden von umgerechnet mehr als 8 Milliarden Euro erlitten haben.